Moin YouTube, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, heute ohne Facecam. Dafür bin ich zu fertig gerade. Bevor es mit dem Video losgeht, solltet ihr nicht vergessen, dass ich in der nächsten Woche auf jeden Fall wieder auf Cobalt B pullen werde. 70 Puls habe ich mir schon gespart. Ich werde wieder aufladen. Wir machen 120 Puls, beziehungsweise 100 Puls auf jeden Fall, dass wir sie noch einmal kaufen können, um sie C5 zu hauen. Es kommt noch ein Video noch zu Cobalt B, wie ich sie spiele und meine Tipps und Tricks. Also wenn ihr die Puls nicht verpassen wollt, ob ich sie C6 kriege, dafür müsste ich sie einmal pullen und dann einmal kaufen. Und wenn ihr auch das Tutorial-Video oder Guide zu Cobalt B nicht verpassen wollt, lasst unbedingt jetzt ein Abo da und schaut dann auch auf dem Kanal vorbei in den nächsten Wochen, falls es nicht in eurem Abo-Feed angezeigt wird. Und ja, springen wir direkt ins Video. Und worum es in diesem Video geht, ist tatsächlich das neue Event, die Vollstreckerprüfung. Wieso ihr daran teilnehmen solltet, erkläre ich euch in diesem Video. Jeder von uns kennt ja die dimensionale Prüfung und die gemeinsamen Ops. Die gemeinsamen Ops könnt ihr machen, um entweder legendäres Gear oder legendäre Matrizen zu bekommen. Und die dimensionale Prüfung gibt euch ja Upgrade-Material oder eben Matrix-Material. Was das Geile jetzt an diesem Event ist, ist, dass ihr für die dimensionale Prüfungen jeden Tag für die ersten zwei Versuche einen Buff bekommt, der die Fundwahrscheinlichkeit von Matrix-EP, Waffenverstärkungsmaterial, Truhen und Waffen-EP verdoppelt. Das heißt, daily solltet ihr zweimal eure dimensionale Prüfung laufen, je nachdem, was ihr braucht, Waffendrill oder Matrix-Bohrer, was euch gerade knapper ist. Ich laufe eigentlich immer Waffendrill, da ich mehrere Waffen hochleveln will, auf Max-Level, beziehungsweise mehrere Sets. 3 Sets auf jeden Fall, will ich alle auf Max Level bringen bei mir. Und wenn ihr meint, ihr braucht die nicht, solltet ihr eure ersten 2 Tries daily dann eben in Matrix Bohrer laufen, wenn ihr meint, dass es euch wichtiger ist, was ich aber nicht empfehlen würde. Noch dazu kommt der Buff für die gemeinsamen Ops. Auch wieder täglicher Reset, so wie bei den dimensionalen Prüfungen. Die ersten 3 Truhen, die ihr öffnet in den gemeinsamen Ops, haben einen Buff drauf. Die ersten 3 Truhen der gemeinsamen Ops jeden Tag haben eine doppelte Chance, Matrizen zu droppen und eben höhere Wahrscheinlichkeit, Waffen violette Qualität oder höher zu erhalten. Noch dazu kann dieser Buff mit dem gemeinsamen Vorratschip gestackt werden. Das heißt, ihr kriegt eine dreifache Drop-Wahrscheinlichkeit auf die Matrizen-Drops und höhere Wahrscheinlichkeit auf die Waffen. Genauso wie es hier steht, nach dem Stapeln gewähren die Truhen den Buff, Waffen violette Qualität oder höher zu erhalten, sowie die dreifache Chance, Matrizen zu erhalten. Ihr solltet, auch wenn ihr die gemeinsamen Operationen selten lauft, so wie ich es mache, ich laufe die so gut wie nie, weil ich eben meine Waffen maxen will erstmal. Trotzdem werde ich jetzt aber daily 3 Truhen in den gemeinsamen Ops öffnen. Jeden Tag um 5 Uhr wird auch dieser Buff geresettet. Das heißt, ihr könnt jeden Tag 3 Kisten in den gemeinsamen Operationen öffnen. So, jeden Tag 3 Kisten hier öffnen. Am besten Stufe 8. Und noch dazu 2-mal das hier run. Und ihr habt das Beste aus eurer Lebenskraft gemacht. Und das sind dann auch nur 3 Kisten, sind jeweils 30 Lebenskraft. Das sind 90 Lebensenergie. Und dann 2-mal die Sonderprüfung sind 60. Das heißt, ihr braucht nur 150 Lebensenergie daily zu verbrauchen. Und ihr nehmt den vollen Buff mit. Womit holt ihr das meiste aus eurer Lebenskraft raus? Natürlich, wenn ihr jetzt ein krasses Sterntor habt mit 3 Sternen und richtig guten Mats, die ihr braucht, solltet ihr diese dem vorziehen. Ich habe jetzt natürlich wie immer gar nichts. Nee, ich habe nichts Gutes. Aber grundsätzlich ist es worth, 2-mal daily das hier zu lernen und 3 Kisten in gemeinsamen Ops zu lernen. Und wenn ihr die Zeit dazu habt, öffnet bei den gemeinsamen Operationen nur die letzten 2 Kisten nach dem Endboss. Eine Kiste davon ist eine Free Chest, die zählt auch nicht zu den Buffs, so viel ich weiß. Und die andere Kiste, die letzte Bosskiste, hat die höchste Wahrscheinlichkeit, euch überhaupt Matrizen und gutes Gear zu droppen. Deswegen, wenn ihr die Zeit dazu habt, läuft ihr eben 3-mal die schwierigste Operation, die ihr laufen könnt und öffnet nur die letzten Truhen und vergesst auf jeden Fall nicht dann noch dazu, eure gemeinsamen Vorratschips zu aktivieren. Hier, ich habe 91 davon und dann eben 2-mal daily eure dimensionale Prüfung. Was ihr euch wirklich zu Herzen nehmen solltet, es ist unbedingt wichtig, dass ihr das begreift, falls ihr die Zeit dazu habt und auch die Teammates und auch die Ressourcen im Sinne von halt die Nerven, öffnet wirklich nur die letzte Truhe. Plus die letzte Gratis-Truhe. Da sind ja immer 2 Truhen nebeneinander. Weil, wie gesagt, die letzte Truhe mit Abstand die höchste Wahrscheinlichkeit hat, euch gute Matrizen zu droppen. Also goldene Matrizen und goldenes Gear. Wenn ihr nicht die Zeit dazu habt, lauft ihr eben eine Operation, öffnet alle 3 Truhen, ist immer noch worth. Aber vergesst nicht, eure gemeinsamen Vorratschips zu verwenden.
Nachdem ihr eben drei Kisten geöffnet habt, läuft ihr noch zweimal dimensionale Prüfung. Ich habe es noch nicht ausgetestet. Ich weiß nicht, wie wahrscheinlich es bei den dimensionalen Prüfungen ist, dass man noch mehr gedroppt bekommt. Ich denke auf jeden Fall, es wird nicht bemerkenswert sein. Also ja, dann ein kurzes, knackiges Update-Video, dass ihr auch nicht eure Ressourcen verschwendet. Dachte ich mir, mache ich mir ganz schnell ein Video zu dem Thema. Und falls euch solche News-Themen oder Guide-Themen interessieren, lasst ein Abo da und lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr Bock auf eben solchen Content habt. Check dann auch noch in der Endcard, in meinem Auto sozusagen, das letzte Video ab. Ich habe über 230 Puls in Cobalt B gesteckt und sie C4 bekommen. C5 wär's. Wenn ihr das sehen wollt, klickt auf das Video in der Endcard. Lasst unbedingt ein Abo da und wir sehen uns dann auch im nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich küsse euer Herz, wer bis hierhin geguckt hat. Ciao.